Hallo, hier ist Babette und ich bin ja diejenige, die schon seit einigen Videos euch erklären möchte, worum es bei Kinderschuhen geht. Ich habe ein eigenes Geschäft in Leipzig und möchte ihn hin und wieder in loser Reihenfolge verschiedene Themen aufgreifen. Diesmal geht es um das ganz aktuelle oder nicht aktuelle, aber doch sehr interessante Thema Reinigung und Pflege von Kinderschuhen, egal ob neu oder gebraucht, und darauf gehe ich jetzt dann ein. Hallo, liebe Eltern, und ein freundliches Hallo an alle, die sich für Kinderschuhe interessieren, beziehungsweise was im großen Umfeld dazugehört. Ich hatte es ja schon im Vorfeld gesagt, wir sind heute bei dem schönen Thema angelangt, wie pflege ich Schuhe richtig? Egal ob eigene, gebrauchte, gekaufte, geschenkte, vererbte, wie auch immer. Bei jedem Schuh, der aus Leder besteht, lohnt sich die Pflege wirklich. Und das möchte ich euch hier in kurzen Zügen einmal demonstrieren. Ich habe mir sozusagen hier als kleine Statisten ein Sammelsurium von verschiedenen Schuhen gewählt, die jetzt bei uns abgegeben wurden, weil wir nehmen ja für den Verein Nächstenliebe und für das Frauenhaus in Leipzig getragene Schuhe an. Die werden von uns aufbereitet, das heißt gereinigt und so weiter, und werden dann noch mal richtig schmuggi gemacht. Und das möchte ich euch mal hier demonstrieren. Also gerade auch im Vergleich, so sieht natürlich ein Schuh aus, wenn er mal eine Saison getragen wurde oder einen Monat, 6 Wochen, 8 Wochen, je nachdem. Ich muss natürlich auch sagen, es gibt Schuhe, die sehen nicht unbedingt nach einem Monat so aus, sondern die sehen schon nach einem Tag so aus. Aber auch hier, wenn es sich gerade um ein Velourleder in Kombination mit Nubukleder handelt, lohnt sich die Pflege sehr. Ich zeige euch das mal hier. Also, das ist dieser normale getragene Schuh, wie den das Kind wahrscheinlich am Abend ausziehen würde. Und diesen habe ich jetzt einfach bloß feucht abgebürstet oder nass ausgebürstet. Und damit richte ich natürlich den Flur mal auf. Und ich glaube schon, auch diese kleine Reinigungsprozedur, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Pflegemittel dazu genommen habe, ist schon mal ersichtlich, weil die täglichen Gebrauchsspuren gerade hier vorne sind ja doch um einiges dezimiert. Weiterer positiver Effekt ist natürlich, ich reinige bzw. richte mit der Reinigung natürlich den Flor des Leders wieder auf. Wir haben es ja beide hier mit angerauten Strukturen zu tun. Die mögen das also ungemein, wenn sie ein bisschen gebürstet werden. Auch hier bei diesem Glattledermodell sieht man natürlich, es ist im Gebrauch, sieht sogar noch recht manierlich aus. Aber auch hier habe ich mal bloß ein Pflegemittel verwendet, was sozusagen die Farbpartikel des Glattleders wieder hervorruft und herauskitzelt. Und dann würde man schon meinen, dieser ist nagelneu, aber nein, der ist genauso lange getragen wie unser anderes Modell. Also es gibt wunderbare Pflegemittel, die man sehr gut verwenden kann und die wirklich für viele Lederarten verwendbar sind. Was ich immer unseren Kunden anrate, ist ein Pflegemittel, was pflegt, Reinigung und imprägniert. Und was eben halt nicht nur so speziell ist, dass ich es nur für eine Lederart verwenden kann. Auch hier sind zwei wunderbare Beispiele von zwei Mädchenschuhen. Ihr seht, die sind halt im Gebrauch. Und jetzt stelle ich bloß mal die leicht gereinigten, gepflegten Schuhe daneben. Und ich glaube auch für euch, vor dem Monitor ist es ersichtlich, oha, da gibt es einen Unterschied. Für die Reinigung bei Rauledern oder bei Velourledern generell empfehle ich immer eine ganz normale Handwaschbürste, klares Wasser. Man kann diese Lederarten wunderbar unter fließendem Wasser sauber machen. Das heißt bitte jetzt nicht den Schuh ins nasse Wasser titschen oder dem einen richtigen Wasserbad zukommen lassen, sondern die Bürste richtig schön nass machen und damit den Schuh von hinten nach vorne schön ausbürsten. Über Nacht trocknen lassen. Oder im Tagesdurchschnitt gesehen, so 2, 3 Stunden, dann ist der Schuh im Allgemeinen wieder trocken und danach nochmal schön mit einem Pflegemittel behandeln. Das kann ich mit einem Imprägnierspray oder Pflegespray machen, aber dann habe ich meistens eine Einkomponentenregelung und der Geruchsfaktor ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, weil viele Pflegemittel enthalten Lösungsmittel. Wer das nicht macht, auch da gibt es Alternativen, sei es mal als Schaum oder als flüssiges Pflegemittel.
Wir im Fachgeschäft haben natürlich auch immer eine schöne Palette von Glattlederfarben dabei, also Cremes, die man wunderbar für die Schuhe verwenden kann. Gerade was so die Basics sind, wie Kobaltfarben, Blau, Jeansblau, Rot, Signalrot. Da gibt es ja auch immer kleine Unterschiede. Also selbst da haben wir spezielle Farbcremes da, die die Farbe immer wieder auffrischen. Für unsere Kinder, Mamis, sehr zu empfehlen. Und wer es noch nicht weiß, es gibt so eine Art Radiergummi für Velourleder, Nubukleder und alles, was angeraut ist. Ist so ein, wie so, ich sag's mal, wie ein Radiergummi mit Granulat versetzt. Wunderbares Reinigungsgerät, weil damit bekommen sie nämlich auch gerade jetzt hier hinten solche grauen Stellen wieder wunderbar sauber. So, wunderbares Mittel zum Reinigen ist zum Beispiel dieser schöne Radiergummi. Sage ich immer, das ist so ein Radiergummi mit Granulat versetzt, sage ich immer. Und es ist natürlich gerade für die Rauledervarianten, sei es beim Nubukleder oder beim Velourleder, sehr gut. Weil hier bekommt ihr jetzt zum Beispiel auch mal solche Blessuren oder wie sagt man so, diese stumpfen Stellen hier vorne an der Spitze wunderbar wieder sauber. Man raut auch gleichzeitig das Leder wieder auf. Und schon sieht der Schuh nicht mehr ganz so abgenutzt bzw. so sehr getragen aus, müllig aus, würde der Sachse sagen. Dass man den jetzt gar nicht mehr anziehen könnte. Nochmal schnell drüber gebürstet. Ach Gott, jetzt sieht man hier noch ein bisschen Striemen von der nassen Reinigung vorher. Aber auch hier, Reinigung und Bürste tun schon mal ihr Übriges. Wie ihr seht, wir haben auch immer ein passendes Repertoire da an Pflegemitteln. Das Fachgeschäft bietet sie natürlich auch so immer mit an, ohne jetzt dem Kunden das gleich aufdrängeln zu wollen. Aber wir empfehlen es einfach, weil wir halt wissen, dass dadurch Schuhe eine längere optische Langlebigkeit haben. Und damit sehen sie natürlich auch immer ein bisschen gepflegter aus. Selbst bei den Glattledern gibt es also wunderbare Farbnuancen, die man für die Basic-Farben nehmen kann. Egal, ob das jetzt ein Bordeaux, ein Dunkelblau, ein Braunton ist. Die verschiedenen Rottöne, die es da gibt, gibt es zum einen als Creme. Oder es gibt natürlich auch die flüssigen Pflegemittel hier mit einem leichten Schwammaufträger, die immer wieder mal ein bisschen die Farbe auffrischen. Und wo ich doch sehr viel für die Optik bei den Schuhen tun kann. Wir empfehlen, dass Schuhe spätestens oder sollten sie nach Möglichkeit, Zeitaufwand, sollten sie einmal im Monat mindestens gereinigt und gepflegt werden. Auf das auch dann wieder die natürliche Schutzschicht des Leders aufgetragen wird, verbessert wird, neu aufgefrischt wird. Und ich denke mal, der Schuh dankt es euch generell. Man hat auch länger Freude dran. Damit möchte ich natürlich gleich auf unser nächstes Thema hinweisen, was wir dann zeigen werden. Und zwar geht es auch um ein sehr interessantes Thema, was bestimmt viele Mamis interessiert, die auch gerne mal ohne Kind Schuhe kaufen gehen. Und zwar Schuhe ohne Kind kaufen, macht das Sinn? Macht man das? Und vor allen Dingen, wie mache ich es richtig? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, bis dahin oder bis zum nächsten Mal. Und bleibt uns gewogen und denkt dran, nur mit einem Abo könnt ihr uns dann regelmäßig sehen.